zurück zu FIFA 19 mit mir dem Jahre 85 vom Knalltüten Gaming. Und unser Spieler ist ja verletzt, wie letzten Folge gesagt, für 7 Monate. Das heißt, die Saison läuft eigentlich ziemlich alleine für uns. Deswegen, wir kommen jetzt einfach mal ein bisschen in die Simulation. Als erstes gegen Nürnberg. Wir werden nicht berücksichtigt, das ist liebevoll ausgedrückt. Das geht ja nicht. Wir sind ja klinisch tot. Na gut, dann hoffen wir jetzt auf die Ergebnisse unserer Mannschaft. Ein 1:1. Na super. So, das nächste ist dann gegen Stuttgart. Ja, die wollen ja nicht wirklich, dass wir jetzt spielen. Wir sind noch krank. Wir müssen noch im Krankenwagen. Gegen Stuttgart. Wir werden wieder mal nicht berücksichtigt. Das heißt, Simulation Nummer 2. Eine Niederlage. 2:1. Na, ganz geil. Was geht denn mit meinem Pro? Verletzungsnews. Wieder eine Kopfverletzung. Ja, das glaube ich auch. So, nächste Simulation gegen Hoffenheim. Und danach gucken wir auf die Tabelle, wie es momentan eigentlich aussieht. 1:0 Niederlage. Das gibt's doch nicht, es läuft echt nichts. Und jetzt ist wieder Champions League. Wir für die, die haben alle unentschieden gespielt. Wir können nicht mal Champions League spielen und jetzt spielen wir gegen Moskau. Na, sehr schön. Und, wie wird das ausgehen? Das ist unfassbar. So viel Pech muss man erstmal haben. Wir gewinnen 2:1. Sehr gut. Wunderbar. In der Bundesliga. Das nächste Spiel ist gegen Borussia Dortmund. Wir sind in der Tabelle auf Platz 13. Das ist echt richtig mies. Die Nationalmannschaft wieder welche abgestellt. Wir natürlich nicht. Aber Timo Werner. So, Simulation gegen Borussia Dortmund. In Dortmund. Ich schätze mal, es wird eine Klatsche geben. Nein, wir gewinnen 2:0. Sehr gut. Tabellarisch sind wir jetzt auf Platz 12 im Moment. Wir sind immer noch verletzt. Das seht ihr unten links immer an dem Krankenwagenauto. Und das nächste Spiel ist gegen Schalke 04. Gucken, wie es jetzt läuft. Wieder ein Sieg. 2:0. So langsam wird unsere Mannschaft warm. Und jetzt ist wieder Champions League gegen FC Chelsea. Wir werden mal wieder nicht berücksichtigt. Das ist klar. Vielleicht wird es ja doch ein Sieg. Wir hoffen. Nein, es wird eine Niederlage. 2:0 gegen Chelsea. Wir sind immer noch verletzt und spielen jetzt gegen Hertha BSC Berlin. Die Simulation läuft gleich. Tun sie erstmal aufwärmen. Ein Unentschieden. Ein 1:1. Das ist ja Wahnsinn. Und jetzt hier noch im DFB-Pokal gegen Wolfsburg. Na da, toll. Da wollen wir bitte gewinnen. 7 Monate können ganz schön lang sein. Wolfsburg gewinnt. Wir sind aus dem Pokal rausgeflogen. Wunderbar. Gibt's nicht. Und jetzt gegen Hamburg. Kann man wirklich nur durchklicken. Wir verlieren auch gegen Hamburg. Oh, oh, oh. Jetzt brechen wir aber ganz schön ein. Und da ist jetzt wieder Champions League. Die Rückspiele beginnen. Wir fangen gegen Chelsea an. Und müssen jetzt unbedingt gewinnen, damit wir in den Top 2 da oben bleiben. So, ins Hinspiel haben wir verloren. 2:0, haben wir gerade gesehen. Und jetzt verlieren wir 4:1. Wahnsinn. Wir sind immer noch verletzt. Spiel gegen Köln. Aber wir müssen gegen Köln gewinnen. Schon wieder für die Nationalmannschaft welche abgestellt? Na, wir natürlich nicht, ist klar. Uiuiui, gegen Köln. 2:1 gewonnen. Sehr gut. Die Punkte benötigen wir. Dringendst. Was sind wir jetzt hier? Da wurde einer gesperrt aus unserem Team. Toll. Reicht ja die Überschrift zu lesen. Und jetzt rattern wir es mal durch. Wir sind auf Platz 8 in der Tabelle. Immerhin. Und spielen als nächstes gegen Mainz. So, mal gucken, wenn wir wieder fit sind hier. Und ein Sieg gegen Mainz in Mainz bringt uns wieder 3 Punkte ein. Und jetzt sind wir wieder in der Champions League. Wir sind momentan auf Platz 3. Gar nicht gut. Ist einer zurück und einer wurde gesperrt, okay. Müssen wir mal durchklicken. So, jetzt gegen Lazio Rom. Müssen wir jetzt gewinnen. Unbedingt. Ansonsten war unsere Champions League Saison wieder zu Ende. Wir verlieren 2:0.
und haben damit gar keine Chance mehr, unter die Top 2 zu kommen. Aber wir haben auch gar keine Chance zu spielen. Mist. Jetzt gegen Wolfsburg. In der Bundesliga. Und wieder eine Niederlage. Das ist echt atemberaubend. Mist. Was machen wir hier? Verletzungsnews. Das könnte man denken. Wir tun hier den Trainerposten übernehmen. Wir sind auf Platz 8 nach wie vor. Jetzt steht Leverkusen an als nächstes. In Leverkusen am 5. Dezember 2020. So, Leverkusen gewinnt 2:0. Und jetzt ist wieder Champions League. Und wir sehen schon, wir können nichts mehr reißen. Wir spielen jetzt noch gegen Lokomotive Moskau. Und danach stehen ja schon die Bayern an. Na super. Wir müssen gut abschneiden, damit wir vielleicht nächste Saison wieder in der Champions League sind. Wir gewinnen 2:0. Das war nochmal gut. Vielleicht können wir jetzt in der Europa League als beste dritte Mannschaft, als besten Platz 3 Mannschaft. So, jetzt stehen die Bayern an. Aber bei uns zu Hause immerhin. 3:0 Niederlage. So, hier war es in meinem Pro. Geendeter Spieltermin. Mukiele ist verletzt. Da und verletzt. Und wisst ihr, Geier wie? Und da rattert die Zeit durch. Ich glaube, in dem Jahr ist kein Spiel mehr. Oder doch, am 19. Dezember ist noch ein Spiel gegen Bremen. Wir sind auf Platz 12. Die Saison kann man wirklich jetzt schon abhaken. Da können wir nichts mehr groß reißen. Wir verlieren sogar gegen Bremen. Deshalb wir am Aktualisieren. Die Folge ist natürlich auch sehr toll. Das ist voll die Simulationsfolge hier. Jetzt geht es erstmal gegen Düsseldorf. Wo immer die stehen. Und wir sind immer noch verletzt. Ganz spannend, wirklich. Wir verlieren sogar gegen Düsseldorf. Ey, das ist doch nicht normal. Verdammt. So, jetzt sind wir noch im Dezember. In dem Jahr passiert nichts mehr. Die Hinrunde ist vorbei. Die schließen wir auf Platz 13 ab. Jetzt kommt wieder dieses Symbol da unten mit Trainingslager oder was das sein soll. Wir sind immer noch tot. Aber 7 Monate, das ist echt ein bisschen happig, aber einen guten Kreuzbandriss, dauert halt eine Weile. Also ich kann euch jetzt schon sagen, in dieser Folge heute wird kein Spiel stattfinden für die, die jetzt noch ein Spiel erwarten. Denn wenn wir wieder spielen können, dann werden wir das in der nächsten Folge tun. Jetzt ist Hamburg dran, die Rückrunde beginnt. Ne, ist es nicht, ist es die Rückrunde schon? Gegen Hamburg haben wir angefangen. 4-1 gewonnen zumindest, das ist schon mal gut. Ja, es war schon der Rückrunde, es war bestimmt irgendein geänderter Spieltermin. Momentan stehen wir auf Platz 12. Und wieder ein geänderter Termin gegen Hertha. Und danach kommt auch schon wieder das Transfer-Bildchen. Ich weiß gar nicht, sind denn 7 Monate rum, im April oder was? Oder März? 2:0 gegen Hertha gewonnen, sehr schön. So, und jetzt rattert hier wieder das Geld runter. Verletzungsnews für Tete. Und da oben gerade da. Wenn wir schon mal die ganzen Spiele simulieren, da können wir auch natürlich das Geld hier simulieren. Kohle geht ja genug raus. So, es rattert nach unten die Zeit. Bei Dortmund ist auch ein Wechsel. Viermal müssen wir noch drücken. Verblüffend. So, noch zweimal drücken. Sind noch 2 Stunden in dem Falle. Und noch einmal. Letzte Frist für Transfers abgelaufen. Das ist ja alles gut und schön. Wir sind immer noch verletzt. So. Und machen unser Spielchen weiter. Das ist ja echt deprimierend. Wieder gegen Düsseldorf. Das ist bestimmt der geänderte Spieltermin, weil wir haben ja erst gegen Düsseldorf gespielt. 0:0. Ne, immerhin ein Punkt. Und jetzt ist letzte Runde der letzten 32 in der Europa League. Genau das habe ich erwartet. Aber wir können immer noch nicht mitmachen.
Nicht, dass wir gegen Fenerbahce Istanbul. Da werden wir bestimmt auch wieder verlieren. Fliegen wir auch hier raus, sicherlich. So negativ, muss man schon mittlerweile denken. Aber ich glaube, es gibt auch ein Rückspiel noch. 1-1 nur. Okay. Bleibt noch alles offen. Als nächstes gegen Hannover 96. Und TT wurde gesperrt. So viel Simulation, das habe ich auch noch nie gehabt. Wir verlieren gegen Hannover 2-1. Na, sehr schön. Im Hinspiel haben wir ja Unentschieden gespielt. TT wurde gesperrt, ja, ja. Und jetzt ist auch schon das Rückspiel in der Europa League. Da muss jetzt ein Sieger ran. Und zwar müssen wir das sein im besten Fall. Null, null. Sind wir da jetzt weiter? Ich glaube ja doch, klar, wir haben das Auswärtstor geschossen. Sieht aus, TT ist zurück. Achso, okay. Jetzt kann man denken, man hat keinen Bock zu spielen hier. Und jetzt gegen Frankfurt. Letztes Mal hat es gegen Frankfurt ja angefangen, die Hinrunde. Da haben wir ja gut und gerne 4-0 gewonnen. Und jetzt verlieren wir 3-1. Das ist echt, das war wirklich nicht komisch. Es sind jetzt, wir sind auf Platz 12. Spielen gegen Leverkusen. Sind immer noch tot. Für alle die, die jetzt erst zuschalten. Verlieren wieder 2-1. Oh Gott, wenn das so weitergeht, steigen wir noch ab. Spielen jetzt gegen Bilbao in der Europa League. Was heißt wir? Wir bestimmt nicht. Wir sind ja klinisch tot. Immer noch. In Bilbao, das Hinspiel. Und verlieren gleich mal 1-0. Ast rein. Und jetzt wieder gegen Wolfsburg, die uns aus dem DFB-Pokal gekekelt haben. Die Saison geht wirklich schnell. Jetzt gewinnen wir 2-0 gegen Wolfsburg. Sehr schön. Das Rückspiel gegen Bilbao und wir gucken wieder bloß zu. Das ist echt kurios. Eieiei. 2-2. Oh, weiß ich jetzt gar nicht. So viele Daten hier jetzt gerade. Da weiß man gar nicht, wie wir das Hinspiel hatten. Das haben wir gleich gesehen. Ich glaube, wir sind aber weiter. Ist erstmal Nürnberg fällig. So, in Nürnberg. Wir gewinnen trotzdem 2-3. Sehr gut, und jetzt das Spiel gegen Gladbach. Das Rückspiel, das können wir nicht mal spielen. Ich hoffe, die Gladbacher werden jetzt weggepennert. Was wünsche ich mir für das Team? 2-1, immerhin. 3 Punkte sind 3 Punkte. Immer noch verletzt. Wir sind hier. Für die Nationalmannschaft werden wieder Spieler abgestellt. Die Saison ist fast rum. Wir haben kaum gespielt. Fast wieder fit steht da oben. Du hast dich planmäßig erholt und bist wohl fast wieder so weit zurückzukommen. Bitte melde dich für deine letzte Begutachtung bei uns und wir geben dich zur Auswahl für das nächste Spiel frei. Danke. Schon da, danke. Tja. Wir werden aber immer noch nicht berücksichtigt, wir sind gegen Bremen. Aber danach dürften wir wahrscheinlich die restlichen Spiele spielen. Wir gewinnen nochmal 3-1 gegen Bremen in der Simulation. Wir sind immer noch verletzt. Wir bleiben verletzt. Und sind jetzt, da du jetzt wieder einsatzbereit bist, werde ich dir wieder Zielvorgaben schicken. Und diese auch aktualisieren. Dementsprechend sind wir jetzt einsatzfähig. Unser erstes Spiel findet gegen die großen Bayern statt. Aber das, wie gesagt, das in der nächsten regulären Folge. Bis dahin, macht's gut. Euer Jaro. Guten Abend. Fortsetzung der durchgeknallten Knalltüten folgt, sobald eine neue Folge verfügbar ist. Bitte warten. Und so.